Der Rhein-Hesse ist per se ein wilder Hund. Also wenn einem somit der Rhein-Hesse mal begegnet und man ihn nicht sofort versteht, lächelt man einfach und sagt ja. Even though you might think it was in Hessen, Germany's largest wine-growing region, Rheinhessen, is actually situated left of the Rhine in the eastern part of Rhineland-Pfalz. Places shaped by important historic events and a certain attitude towards life, with wine playing an important part. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass Wein auch in den Regionen genossen wird, wo wir sind. Das heißt, wenn wir hier in Rheinhessen sind, trinken wir einen rheinhessischen Wein. Der ist auf rheinhessischen Böden gewachsen und der tut unser Lebensgefühl einfach widerspiegeln. Rheinhessen, country of a thousand hills. Hinter jedem neuen Hügel, an jedem Hügel, verbirgt sich eine tolle Lage, ein spannender Wein, ein spannender Winzer hinten dran. Und das kannst du natürlich bei uns auf dem Land wunderschön transportieren. Germany's largest cultivation area for Silvaner. Over 10 million vines. Auch hier in der Region Rheinhessen, die extrem spannend ist, wo wir eine wahnsinnige Vielfältigkeit an Bodentypizitäten haben, an verschiedenen Winzercharakteren, an teilweise unterschiedlichen Klimazonen. Thus a great variety of tastes comes naturally. And there's more. Wir haben junge Leute, die ambitioniert sind, die engagiert sind und sagen, hey, ich habe da diesen geniale Schieferverwitterung im Boden, ich will, dass die rauskommt, ich will, dass sie spürbar ist. Ne? So ein leichtes Schießpulver-Aromatik, die soll da durchknallen. Grape, soil, climate, the characters of the wine growers and something delicious to eat. Da werden Geschichten erzählt. Also Essen und Wein zusammen sind Reisen durch Genusswelten. And the culinary treats of Rheinhessen are as rich in facets as the wine-growing region is in vines. Also ich denke schon, dass Weintrinken viel mit Leben und Lebensgenuss zu tun hat. Rheinhessen ist der größte Abenteuer-Genussspielplatz Deutschlands.